Hallo ihr Lieben, heute bin ich unterwegs und morgen natürlich auch auf dem 17. Flemingmarkt in Kammer. An den Bildern werdet ihr sehen, wie zahlreich hier die Anbieter vertreten sind, regionale Produkte feilbieten und auch die Landfrauen sind hier wieder ganz engagiert. Dazu habe ich hier auch Petra, die sagen wird, wo die Landfrauen heute alles auf dem Flemingmarkt vertreten sind. Ich hoffe, dass ihr im nächsten Jahr dabei seid und euch die regionalen Höfe bei euch vor Ort anschaut, um Produkte zu kaufen aus der Region. Das sind hier alles kurze Wege gewesen. Hier wurde nichts mit den langen Transportwegen hergeschleppt. Kostet es, es ist lecker und es schmeckt. Viel Spaß! Also der Flemingmarkt ist so ein Highlight in der Region für regionale Erzeuger und Verbraucher. Und ich denke, wir Landfrauen mit unseren Produkten gehören auch mit dazu und sind eigentlich fast immer dabei und präsentieren uns mit unseren bekannten Kartoffelpuffern, die sehr beliebt sind. Die Milchkanne haben wir gemeinsam im Bauernverband, um Werbung für die Milch als regionales, gesundes Lebensmittel zu machen und auch die Bauern zu unterstützen, den Verbraucher klarzumachen, dass Milch gesund ist und dass die Milch ein wertvolles Nahrungsmittel ist und auch ihren Preis wert sein muss. Und mit Kindern sind wir in diesem Jahr dabei, beziehungsweise wir haben eine Bastelstraße für Kinder. Und zwar bieten wir Basteln aus Naturmaterialien an, Getreidesträuße und Salzteigplätzchen mit Pflanzen und Kräutern dekoriert. Ansonsten haben wir noch einen Naturmaterialstand oder einen Bastelstand auch von unserer Landfrau Helgard, die ganz tolle kreative Sachen macht und anbietet. Ein Teil der Erlöse heute wird gespendet für vom Hochwasser betroffene Landfrauen im Rheinland, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Und in diesem Jahr haben wir auch die Aktion mit den Häkelmützen. Das heißt, die Mütze findet dich. Auch eine Landfrau häkelt gegen den Stress, zum Stressabbau. Und die können gegen eine Spende für das Hochwasserprojekt mitgenommen werden. Jeder kann sich seine Mütze aussuchen. Und ich glaube, die Frauen haben auch schon Bestellungen aufgenommen. Hallo Landfräulein Luise. Hallo Bianca. Schön, ja? Ich sehe dich hier auf dem Flemingmarkt und ich sehe, du hast von ganz vielen regionalen Unternehmen hier eine tolle Auswahl. Erzähl doch mal, du bist ja bei der lokalen Aktionsgruppe Fleming. Erzähl mal, wie kommt das hier zustande? Also wir sind in Potsdam-Mittelmark und in Teltow-Fleming jeweils eine lokale Aktionsgruppe. Uns liegt am Herzen die Förderung der ländlichen Entwicklung. Das ist unser Job, das machen wir jeden Tag. Und eins unserer gemeinsamen Projekte ist die Entwicklung einer Regionalmarke, die Regionalmarke Echt Fleming. Das ist ein Anbieterverbund von kleinsten Produzenten aus der Fleming-Region. Ja, betrifft so die Gebietskulisse vom Tourismusverband, da kann man sich so dran orientieren. Und wir vermarkten auf Wunsch der kleinsten Produzenten, die das oft nicht selbst können, weil sie halt auf ihrem Feld stehen, in ihrem Betrieb stehen, vermarkten wir die Produkte gemeinsam. Jetzt war ja Corona doch bestimmt eine Herausforderung, aber ich sehe schon, du hast da so ein kleines Heftchen. Ja. Ja, ich halte es mal kurz so rein. Und die Leute können mit QR-Code oder so, erzähl mal, wie kann man jetzt sich da an, kommt man an die Produkte ran, wenn man jetzt nicht wie heute, wir beide auf dem Flemingmarkt sind. Genau, also wir haben als ein Vermarktungsprojekt, wir haben so kleine Produktregale in der Region, so kleine Holzregale. In dem Heftchen ist so ein QR-Code und da sehen Sie die Standorte, wo diese Regale in der Region stehen. Unter anderem habe ich auch da, wo unser Büro ist, in der alten Touristinfo einen kleinen Regionalladen eingebaut. Ja. Und diese kleinen Produktregale, die stehen in der Gastronomie, im Dorfladen, in Touristinformationen und Tag für Tag oder sagen wir mal Woche für Woche wird ein Regal mehr aufgestellt in der Region. Ja. Wir wollen gern, dass die Gäste, die hier in unsere Region kommen, sich was Schönes mit nach Hause nehmen können. Oder dass unsere Einheimischen, ne, unsere Mitmenschen, was Schönes zum Verschenken mitnehmen können. Das ist Sinn der Sache, des Projektes, unter anderem. Ja, danke. Jetzt sehe ich, Bianca, du hast hier wirklich ganz verschiedene Anbieter und manche posten oder posen einfach mal mit ganz coolen Namen. Ja. Ja, also was ist das hier zum Beispiel? Erzähl mal. Das ist vom Obsthof Zwicker. Ganz, ganz innovative, neue Produkte sind es eigentlich nicht, sondern das ist hier Sanddorn-Gelee zum Beispiel. Ja. Aber wir haben festgestellt, jetzt nach der
Umstellung mit dem neuen Marketing sozusagen vom Obsthof laufen die durch die Namen halt unglaublich. Ja? Ja. Vorher waren das ganz einfache Gläser, aber das lohnt sich halt manchmal wirklich, jemanden von außen mit drauf gucken zu lassen, was die Vermarktung betrifft. Ne? Ja, cool. Und also das finden die Leute ganz, ganz toll, gerade die Einheimischen, wenn sie was mitnehmen wollen. Ne? Ja. Wir haben den wilden Heinrich hier irgendwo noch und ja, das kommt sehr gut an. Und zudem sind das, was drin ist, auch noch extrem gut, ja, die Produkte. Genau. Und dann ist es ja wirklich so, wie du schon gesagt hast, du bildest eine ganze Region ab. Richtig. Oft ist der Tourist ja vielleicht irgendwie nach Burg Rabenstein zum Beispiel oder so und kommt jetzt nicht nach Belitz, aber man sieht, du hast hier die Kürbiskerne von Syringen oder so. Also man hat dann doch die Möglichkeit, aus der Region viel mehr zu bekommen durch diese tollen Regale. Ganz genau, ganz genau. Burg Rabenstein, bestes Beispiel. Wir haben unten im Naturparkzentrum zwei Regale, weil es da so gut läuft. Ne? Also das bietet sich schon an. Es wächst Stück für Stück. Super. Ne? Ich danke dir, Bianca. Sehr gern. Und hoffe, du hast heute noch einen großen Umsatz beim Flemingmarkt. Ja, Hauptsache zeigen, ne? Die Region zeigen. Ja, ne? Genau.